Hallo zusammen. In diesem Podcast möchte ich Ihnen eine kurze Einführung in die allgemeine Neurohistologie geben. Das Nervensystem ist im Wesentlichen aufgebaut durch zwei Zelltypen. Einerseits die Neurone, Nervenzellen, andererseits die Gliazellen. Gliazellen können anhand ihrer Morphologie, genauer gesagt anhand ihrer Größe, in zwei große Gruppen unterschieden werden. Große Gliazellen, Makroglia, und kleine Gliazellen, Mikroglia. Makrogliazellen werden weiter differenziert in sternförmige Zellen, Astrozyten, Zellen mit einigen wenigen Ästen, Oligodendrozyten, und Zellen, welche die inneren Liquorräume auskleiden, die Ependymzellen. Mikrogliazellen werden im Gegensatz zu den Makrogliazellen nicht weiter differenziert. Ganz ähnlich wie die Gliazellen können wir natürlich auch die Nervenzellen in verschiedene Unterklassen einteilen. Hier dargestellt ist eine Einteilung anhand ihrer Morphologie. Wir unterscheiden unipolare Neurone, pseudo-unipolare Neurone, bipolare Neurone und multipolare Neurone. Pseudo-unipolare Neurone werden Ihnen begegnen, wenn Sie das sensible System lernen. Deren Zellkörper findet sich beispielsweise im sensiblen Spinalganglion. Bipolare Nervenzellen werden Ihnen begegnen, wenn Sie den histologischen Aufbau der Retina lernen. Und multipolare Nervenzellen, der anzahlmäßig größte Vertreter dieser vier Gruppen, wird immer dann herangezogen, wenn der allgemeine Aufbau einer Nervenzelle erklärt wird. Betrachten wir uns kurz die Informationsweitergabe von Nervenzellen. Hier dargestellt ist ein multipolares Neuron. Wir sehen zentral den Nervenzellkörper, auch Perikarion bzw. Zellsoma genannt. Vom Perikarion abgehend radiieren mehrere Fortsätze, die sogenannten Dendriten. Auf der den Dendriten gegenüberliegenden Seite, also hier, finden wir einen prominenten Zellfortsatz, das Axon. Wichtig ist es zu verinnerlichen, dass die Informationsweitergabe bzw. der Informationsfluss innerhalb von Nervenzellen von den Dendriten über den Zellkörper über das Axon stattfindet. Hier im Bereich der sogenannten Axonterminale, also dem Endgebiet, dem distalen Endgebiet eines Axons, sehen wir, dass das Axon sich aufspaltet. Wir sprechen von Telodendron mit synaptischen Endknöpfchen. Nun, diese multiple Aufspaltung der Axonterminale ermöglicht es einer Nervenzelle, obwohl sie nur ein einziges Axon hat, seine Information auf mehrere sekundäre Nervenzellen weiterzugeben. Die Signalweitergabe findet hier im Bereich der synaptischen Endknöpfchen in Form von Synapsen statt. Ein solches synaptisches Endknöpfchen ist jetzt hier größer dargestellt. Wir sprechen im Bereich der Synapse von drei Gebieten: Präsynapse, das wäre hier in diesem Bereich, synaptischer Spalt und Postsynapse. Eine solche Postsynapse ist hier nicht dargestellt, könnte aber von einem zweiten Neuron, hier beispielsweise, ein Dendrit darstellen. Wie gerade erwähnt, findet die Weitergabe des Aktionspotentials der Information von einer Nervenzelle auf die nächste hier im Bereich des Telodendrons mit den synaptischen Endknöpfchen statt. Um diese Aufgabe wahrnehmen zu können, bedarf die Nervenzelle einerseits Energie, andererseits verschiedene Proteine und Neurotransmitter. All diese Substanzen werden jedoch hier im Bereich des Nervenzellkörpers synthetisiert und müssen dann entlang dieser Autobahn, entlang dieses Axons in Richtung Axonterminale transportiert werden.
Diese Transportmechanismen werden, weil sie im Axon stattfinden, axonaler Transport genannt. Und wenn dieser Transport in gleicher Richtung wie das Aktionspotenzial hier angedeutet durch den blauen Pfeil stattfindet, sprechen wir von einem anterograden axonalen Transport. Wenn er in entgegengesetzter Richtung stattfindet, sprechen wir von einem retrograden axonalen Transport. Dieser Mechanismus des axonalen Transportes ist hier vergrößert dargestellt. Wichtig ist zu verinnerlichen, dass der anterograde axonale Transport, also entlang der Flussrichtung des Aktionspotenzials über das Motorprotein Kinesin, der retrograde Transport über das Motorprotein Dynein vermittelt wird. Hier sehen Sie den axonalen Transport von beispielsweise synaptischen Vesikeln, die Neurotransmitter enthalten, und wir sehen, dass diese Vesikel Kinesin und Dynein vermittelt entlang eines Elements des neuronalen Zytoskelettes vollstatten geht, und zwar den sogenannten Mikrotubuli. Die gerade besprochenen Mechanismen des axonalen Transports sind nicht nur wichtig für eine Aufrechterhaltung der neuronalen Funktion und der neuralen Integrität, sondern spielen auch eine wichtige Rolle bei Erkrankungen. Im Rahmen des Erstkontaktes mit dem Herpes simplex Virus wandert dieser retrograd anhand oder innerhalb der peripheren Fortsätze des Nervus trigeminus zum sensiblen Ganglion, dem Ganglion trigeminale gasseri. Bei verschiedenen Stresssituationen wie Kälte oder einer Infektion beispielsweise reaktiviert sich dieser Herpes simplex Virus, wandert nun in anterograder Richtung entlang der peripheren Fortsätze des Nervus trigeminus und verursacht an den Bereich der terminalen Fortsätze eine bläschenartige Entzündung, wie wir sie von einer Herpesinfektion kennen. Wenden wir uns nun den Gliazellen zu, als erstes den Oligodendrozyten. Hier sehen Sie zwei Abbildungen von Oligodendrozyten, und anhand dieser Abbildungen wird relativ schnell klar, wie es zu der Namensgebung Oligodendrozyt gekommen ist. Oligo steht für etliche, wenige aus dem Griechischen, und Dendros für Ast. Und in der Tat handelt es sich bei den Oligodendrozyten um Zellen mit einigen wenigen Fortsätzen. Diese einige wenigen Fortsätze sind, wie hier schön dargestellt, in Richtung Axone gestreckt, und durch Interaktion von einem Oligodendrozyt mit einem Axon kommt es schlussendlich zur Myelinisierung des Axons. Hier sehen wir eine elektronenmikroskopische Darstellung, also eine ultrastrukturelle Darstellung dieser Myelinscheide. Zur besseren Orientierung, hier wäre das Axon. Das Axon ist, wie man deutlich sieht, umgeben von einer Myelinscheide, und bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass es sich hierbei um einzelne Lagen von Myelin handelt. Wir sprechen von einer multilamellären Myelinscheide. Und den Mechanismus dieser Myelinisierung bzw. den Aufbau dieser multilamellären Myelinscheide können Sie sich vorstellen wie eine Klorolle. Hierbei wäre die Kartonage der Klorolle das Axon, und die einzelnen Blätter, die einzelnen Layer von der Klorolle würden dann die einzelnen Lamellen darstellen. Und um das Schemata bzw. das Bild zu vervollständigen, hier im Bereich der Ende der Klorolle würde sich schlussendlich der Zellkörper des reifen myelinisierenden Oligodendrozyten befinden. Wie hier dargestellt, ist diese Myelinscheide nicht kontinuierlich, sondern regelmäßig unterbrochen. Das trifft sowohl für Schwanzzellen als auch für Oligodendrozyten zu. Wir betrachten das Ganze ein bisschen genauer. Wir haben also jetzt hier das Axon, und wir sehen, dass die Myelinscheide hier, hier und hier regelmäßig unterbrochen ist.
Den Ort der Unterbrechung nennen wir Nodus bzw. Ranvier-Schnürring. Nun, was ist die Funktion des Ranvier-Schnürringes? Ohne Myelinscheide würde ein Aktionspotenzial kontinuierlich von einer Stelle zur nächsten des Axons weitergeleitet werden. Das hat zwei gravierende Nachteile. Erstens ist diese Weiterleitung des Aktionspotenzials relativ langsam. Zweitens benötigt sie relativ viel Energie. Durch die Myelinscheide, die an den Ranvier-Schnürringen unterbrochen ist, muss das Aktionspotenzial jetzt nicht kontinuierlich, sondern sprunghaft von einem Ranvier-Schnürring zum nächsten geleitet werden. Und diese sprunghafte Weitergabe des Aktionspotenzials von einem Ranvier-Schnürring zum nächsten nennen wir saltatorische Erregungsleitung. Wie genau das Ganze funktioniert, werden Sie in der Neurophysiologie dann lernen. Eine weitere wichtige Gliazellpopulation als Vertreter der Makrogliazellen sind die Sternzellen Astrozyten. Astrozyten können je nachdem, wo sie sich im Gehirnparenchym befinden, wiederum unterteilt werden in zwei große Klassen. Diejenigen, die in der weißen Substanz, also innerhalb der Substantia alba liegen, nennen wir fibrillärer Astrozyt bzw. auf Latein Astrocytus fibrosus. Sie werden gemeinhin auch als Langstrahler bezeichnet. Hingegen nennt man Astrozyten, die sich in der grauen Substanz befinden, protoplasmatischer Astrozyt, auf Latein Astrocytus protoplasmaticus bzw. Kurzstrahler. Sie sehen also, dass Astrozyten anhand ihrer Morphologie weiter unterschieden werden können. Hier sehen Sie nun eine immunhistochemische Färbung gegen ein astrozytenspezifisches Protein, das sogenannte GFAP, gliales faserazides Protein bzw. saures Gliafaserprotein. Astrozyten sind jetzt hier in dieser immunhistochemischen Färbung als braune Färbung dargestellt. Wir befinden uns hier im Bereich der Hirnoberfläche, also beispielsweise hier in Richtung Hirnhäute zugewandt und sehen, dass die Astrozyten zu der Hirnoberfläche ein dichtes Netzwerk bilden. Dieses dichte Netzwerk nennen wir Glia limitans superficialis. Des Weiteren sehen wir, dass Astrozyten, das ist gleich jetzt weniger deutlich zu erkennen, dass diese Astrozyten auch ein dichtes Netzwerk um Gefäße bilden. Das ist jetzt hier in den Tiefen des Kortex etwas deutlicher dargestellt. Hier wäre ein Gefäß, hier wäre das Endothel des Gefäßes und hier wäre der sogenannte perivaskuläre Raum. Und wir sehen, dass wir um das Gefäß herum eine Anhäufung von Astrozyten finden. Wir sprechen hier von einer Glia limitans perivascularis. Nun, wozu brauchen wir diese Glia limitans superficialis und Glia limitans perivascularis? Beide Astrozytenzellpopulationen bilden quasi eine Barriere. Das heißt, sie verhindern, dass Erreger entweder über den Blutweg oder aber beispielsweise nach einem Schädelhirntrauma direkt in das Gehirnparenchym eindringen können. Diese Glia limitans superficialis und perivascularis bildet also eine wichtige Schranke und schützt dadurch das Gehirn. Die letzte wichtige Gliazellpopulation sind die sogenannten Mikrogliazellen. Und man muss schon sagen, dass die alten Anatomen ein glückliches Händchen hatten, die Mikrogliazellen von den Makrogliazellen, also von den Astrozyten, den Oligodendrozyten und den Ependymzellen abzugliedern. Denn entwicklungsgeschichtlich, also vom Embryo über den Föten zum Neonaten, weiß man heute, dass Makrogliazellen und Mikrogliazellen aus zwei verschiedenen Anteilen des sich entwickelnden Körpers, genauer gesagt der Keimscheibe, hervorgehen. Makrogliazellen sind echte Gehirnzellen, genauso wie Nervenzellen gehen sie aus dem Ektoderm, genauer aus dem Neuroektoderm hervor. Mikrogliazellen sind jedoch mesodermaler Herkunft. Sie wandern früh aus dem Dottersack ins Gehirnparenchym ein und lassen sich dort als
eigentlich Blutzellen nieder. Nun, was ist die Funktion der Mikrogliazellen? Mikrogliazellen sind Teil des angeborenen, des unspezifischen Immunsystems und erfüllen wichtige Funktionen somit als Abwehrzellen. Sie sehen hier eine immunhistochemische Darstellung für Mikrogliazellen, gefärbt gegen das mikrogliazellspezifische Protein IBA1. Es handelt sich hierbei um ein kalziumbindendes Protein. Nun, wie sieht so eine Mikrogliazelle in Ruhe bzw. in einem gesunden Gehirn aus? Wir sehen charakteristisch einen sehr schmalen, sehr kleinen Zellleib und vom Zellleib in alle Richtungen abgehend Fortsätze, die hoch verzweigt sind. Wir sprechen aufgrund der ausgeprägten Verzweigung dieser Fortsätze von einem ramifizierten Mikrogliazelltyp. Wenn eine solche Mikrogliazelle dann auf einen Erreger oder auf einen anderen toxischen Stimulus trifft bzw. ihm ausgesetzt ist, dann verändert sich die Morphologie von Mikrogliazellen. In diesem Fall sehen Sie hier, wir sehen, dass der Zellleib anschwillt, also hypertrophiert, dass die Zellfortsätze mit anschwellen und diese feine Verzweigung, diese Ramifizierung aufgehoben wird. Sie sehen jetzt hier eine gesunde Mikrogliazelle, also den ramifizierten Mikrogliazelltyp in einer etwas anderen Darstellung. In grün wiederum dargestellt das mikrogliazellspezifische Protein IBA1, in blau die Zellkerne. Und wenn wir uns jetzt so eine Mikrogliazelle genauer betrachten, dann sehen Sie hier den Zellleib und Sie sehen wunderbar, wie die einzelnen schlanken Fortsätze sich von der Mikrogliazelle bzw. vom Zellkörper hinein ins umgebende Gehirnparenchym ausbreiten. Und anhand dieser Fortsätze sind Mikrogliazellen dazu in der Lage, schlussendlich ihre Umgebung quasi abzutasten und um sich herum zu schauen, ob sie auf irgendeinen Erreger treffen. Und wenn sie dann auf so einen Erreger treffen, dann ändern sie ihre Morphologie und werden aktiviert, schütten verschiedene Zytokine an, um andere Zytokine aus, um andere Entzündungszellen anzulocken, um auch Astrozyten zu aktivieren und können auch Fremdkörper aufnehmen, können also zu echten Fresszellen, zu echten Phagozyten werden. Somit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, Sie haben etwas über die allgemeine Histologie und die zellulären Komponenten des Nervensystems gelernt. Wer mehr dazu nachlesen möchte, kann das tun in unserem Buch Neuroanatomie nachschlagen, lernen und verstehen.